Zeit meiner Aktion. Robin, nochmal raus. Robin. In der 65. Minute passierte etwas, was den Torwart sehr wahrscheinlich ein Leben lang verfolgen wird. Naja, so lange wird es wohl auch nicht sein. Und das hier ist noch bei Aga TV. Schaut einfach mal, was da passierte. In der 65. Minute beim Spiel Walscheider SV, die A-Jugend gegen den FSV Neunkirchen Sirtscheid. Ja! Come on. Come on, baby girl, let's ride to this year. All around the world, I'm blasting this year. Know you like to dance, come on, bring your friends, yeah. I got a couple of homies who just got here. Come on, baby girl, let's ride to this year. All around the world, I'm blasting this year. I know you like to dance, come on, bring your friends, yeah. I got a couple of homies who just got here. So hold up, I know you got a minute to stand up. You know I don't want you to break up with me. Oh no, I leave. Hold up, I know you got a minute. In FSV Neunkirchen Sirtscheid. Vor dem Spiel, also hier links ist der Michael Müller, rechts Alfred Scholemann vom FSV. Vor dem Spiel, Michael, hast du mir gesagt, am liebsten wäre es dir ein 4:4. Wir waren auf einem guten Weg dahin. Ne? 50% hattest du recht. Ne? Nur der Unterschied, das Spiel hätte etwas länger dauern müssen, dann hätte die drei Tore auch noch geschossen. Nee, das hätte nicht mehr gereicht, glaube ich. Hätte auch nicht mehr gereicht heute. Da war die Kraft nicht mehr da. Nein. Saison zu Ende. Ich glaube, der eine, der Alfred Scholemann, ist zufrieden mit der Saison. Ja, wir haben immer noch die Chance, eben Zweiter zu werden, wenn wir das letzte Spiel allerdings gegen Winterscheid noch gewinnen. Und hinter Hennef, die halt so eine Übermannschaft sind, denke ich, bei uns in der Gruppe, ist das, denke ich, schon ein ganz guter Erfolg. Und ich meine, zum heutigen Spiel, wir haben aus dem Spiel heraus, zwar waren wir feldüberlegen, sicherlich vor allen Dingen am Anfang auch, aber die Tore sind aus Standards gefallen. Und, auch ein kurioses Tor dabei, ne? Ja, und in der zweiten Halbzeit auch sogar zwei kuriose Tore eigentlich, kann man sagen. Und von daher sind die Tore eher ja, auch Zufallsprodukte gewesen, obwohl wir eben... Wir haben uns größtenteils eben noch zu spät vom Ball getrennt. Und, ich muss sagen, die Walscheider haben auch nicht so schlecht gespielt. Ne? Nein,
haben auch ja, okay, man kann defensiv es relativ diszipliniert auch gearbeitet. Ja, das ist eigentlich auch unsere Stärke, dass wir hinten eigentlich immer relativ gut stehen. Nur klar, es passieren halt Fehler, Torwartfehler und dann resultieren eben aus Standards häufig Tore. Das passiert dann, ne, weil wir dann unachtsam sind und nicht richtig stehen zum Ball. Oh, klar, erste Tor, super Freistoß, tolle Sache. Unhaltbar, da kommt der Torwart nicht hin, ist nicht seine Ecke, kommt dann, schafft er nicht. Ja, gut, den letzten setzt er sich dann selber rein, sagen wir mal. Okay. Okay, passiert. Aber wir tun zu wenig nach vorne. Das ist unser Problem, dass wir einfach vorne nicht genug Druck aufbauen auf den Gegner. Und das ist unser Schwachpunkt, sag ich mal. Und wir sind im Moment auch konditionell und auch. Wir sind halt im Moment platt. Wir haben viele Verletzte. Also froh, dass die Saison zu Ende ist. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Abhaken. Jungs gehen noch auf Tour in zwei Wochen. Und, nach Holland geht's, ne? Holland geht's. Da spielt auch noch ein Turnier, ne? Ja. Wie sieht's bei euch aus? Ja, bei uns ist, wir haben letztes Jahr ein Turnier gespielt, in Holland auch. Das war auch ganz schön. Das war eine sehr schöne Erfahrung, da noch mit der B-Jugend. Das wird dieses Jahr nicht klappen, weil wir nämlich jetzt... Natürlich für uns ist die Saison noch nicht zu Ende. Wir haben nämlich, wenn das so ist, wie der Kreis das vorgegeben hat, eine relativ lange kreisinterne Relegation für die Bezirksliga mit 5 Pflichtspielen. Und dann muss man sehen, wenn man Erster wird, hat man die Chance, eben über den Fußballverband Mittelrhein sich für die Bezirksliga zu qualifizieren. Die Möglichkeit, eben, indem man da noch in einem Hin- und Rückspiel mit einem Vertreter einem anderen Vertreter sich durchsetzt. Als Zweiter hat man eventuell eine Chance, das hängt ein bisschen von den Plätzen ab, die dem Kreis Sieg zur Verfügung stehen. Das ist ein bisschen schwierig. Aber das ist, da kommen natürlich die gleichen Gegner wieder. Allerdings wird diese Aufstiegsrunde eben mit dem reinen 93er bzw. 93-94er Jahrgang gespielt, sodass da natürlich die Karten auch wieder für alle Mannschaften neu gemischt sind. Da muss man einfach abwarten. Also, und hoffen. Wobei ich sagen muss, wir haben am Samstag gegen Hennef hier gespielt, komplett junger Jahrgang. Die haben uns ja, schwindlig gespielt, ja, teilweise. Ja. Also die sind schon toll und die spielen schon klasse Fußball. Und ja. Da sieht man auch, die sind über Jahre gut geschult. Ja. Und, wie sieht es denn bei euch aus in der A-Jugend? Jetzt Abgänge? Also es gehen sechs Spieler gehen hoch und der Rest bleibt. Und dann kommen von unten 7 oder 8 kommen neu dazu. Also wird alles neu gemischt. Ja, neu, also der Stamm bleibt schon. Also gerade hinten im Abwehrbereich die zwei, der Kapitän, Benedikt, die bleiben dabei. Und also ich denke mal, wir haben nächstes Jahr wieder eine einigermaßen gute Mannschaft. Und es gibt ja keine Sondergruppen mehr, also von daher muss man mal sehen. Ich gebe also keine Prognosen mehr. Das habe ich vor der Saison hier gemacht. Also für dich ist die Saison vorbei. Und ihr habt wir noch haben noch ein bisschen Arbeit. 5 Spiele Arbeit. Und wir würden uns ja freuen, wenn wir 7 Spiele Arbeit hätten. Lieber 7 Spiele als 5 Spiele. Denn dann hat man eine echte Chance, auch nochmal in der Bezirksliga zu spielen, was wir ja oft auch in den früheren Jahren mit diesem Jahrgang, 93 Jahren, auch geschafft haben. Egal für wen jetzt auch immer, mehr Spiele, Freizeit, Holland, Urlaub, ein bisschen trainieren. Viel Erfolg. Für die Noch-Saison und für die kommende. Man sieht sich, ne? Wir sehen uns wieder. Alles klar, danke. Dankeschön. Bei Facebook, ne? Wie immer. Alles klar, danke.